Bisher bei Sherlock Holmes. Und gleich nochmal. Na, wie gefällt dir das? Oh. Und wie fühlt sich das an? Das hat dem sicher nicht gefallen. Haha, dem zeigen wir's. Mal sehen, ob ich eine Rücke brechen kann. Holmes. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Watson. Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zum Testament des Sherlock Holmes. Wir stehen hier mit Watson vor dem Zaun und wir müssen einen Weg auf das Gelände finden, Watson. Wir müssen einen Weg finden. Zur Lagerhalle, Holmes, schnell. Genau, das werden wir jetzt tun und wo wir schon mal dabei sind, werden wir uns natürlich erstmal umsehen, was es hier so gibt. Da hinten ist nichts. Wir laufen mal hier entlang. Lauter Fässer und ein Abgrund. Okay, hier vorne ist was. Eine Stange. Im Notfall könnte man diesen Gegenstand als Waffe benutzen. In was für einem Notfall denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier jemanden umbringen möchte. Was ist das hier? Mit der Seilbahn kommen wir vielleicht rauf auf das Dach der Lagerhalle. Ach, wir müssen jetzt sofort zur Lagerhalle, oder wie? Wie läuft das? Hallo? Das ist der Motor der Seilbahn. Können wir ihn anwerfen? Leer. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte das ein Öltank sein. Okay, wir müssen also Öl finden hier oben. Was ist das? Im Tank ist noch etwas Treibstoff, aber nicht genug, um den Motor zu starten. Ja, meine Güte, und hier ist so ein Loch. Sehen Sie, eine Öffnung. Für den Motor benötigt man eine Antriebskurbel. Der Zustand der Seilbahn lässt vermuten, dass sie nicht besonders häufig benutzt wird. Da haben Sie recht, Watson. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Okay, ich versuche mal die Stange reinzustecken. Sehen Sie, eine Öffnung. Für den Motor benötigt man eine Antriebskurbel. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Na gut, Watson, was gibt es hier? Eine Antriebskurbel? Ein Seitenschneider könnte sich als nützlich erweisen. Okay, keine Kurbel. Hier gibt's sonst nichts mehr. Eine Kiste! Die Kiste wurde mit einem Seil zugeschnürt und am Boden der Seilbahn befestigt. Okay, warte mal, wir haben doch ein Messer. So. Öl. Eine Flasche Motorenöl. Super, das ist ja schon mal klasse. Damit hätten wir das. Hier ist so ein Hebel. Der Hebel klemmt. Der Hebel klemmt. Wir müssen wahrscheinlich mal ein bisschen Öl drauf träufeln. Und hier ist so ein Schloss. Das kann ich nicht tun. Warte mal, wir haben doch hier das. Das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht tun. Ah, damit können wir das tun. Hier ist die Kurbel. Eine Kurbel. Super, das ist ja alles super easy. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Öl hier rein träufeln können. Der Hebel klemmt. Geht nicht, geht nicht. Wir müssen das Öl wahrscheinlich hier verwenden. Das ist der Motor. Ja, warte mal hier. Im Tank ist noch etwas. Nee, hier. Ah. Hoffen wir, dass es funktioniert. Okay, und dann nehmen wir die Kurbel. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Und dann drehen wir dran. Das kann ich nicht tun. Das kann ich einfach nicht tun. Im Tank. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Treibstoff und deshalb schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Ist ja ganz klar. Oh Mann, irgendwas habe ich im Hals. Es kratzt gerade gar sehr. Und ich habe das Gefühl, ich muss gleich loshusten wie so ein Bauer. Wodkaflaschen. Sie sind doch nicht ganz leer. Russischer Alkohol. Holmes, die drei Brüder. Ja, aus Russland. Die russischen drei Brüder aus Russland. Mit dem Alkohol können wir wahrscheinlich den Motor anwerfen. Hier geht's nämlich nicht weiter. Watson. Okay, wir probieren's mal. Mit dem Alkohol. Ansonsten können wir hier auch gar nichts weiter tun. Das ist der Okay, Alkohol. Die Reste aus den Flaschen können wir als Treibstoff verwenden. Auf geht's, Dreh an der Kurbel. Es hat funktioniert. Wir müssen uns aufteilen. Ich werde versuchen, einen Weg in den Jahrmarkt zu finden. Und Sie müssen die Lagerhalle genauer unter die Lupe nehmen. In Ordnung, Holmes. Es ist niemand auf dem Dach. Sollte die Seilbahn außer Kontrolle geraten, können Sie ja die Bremse benutzen. Es wird schon eine vorhanden sein. Das will ich hoffen. Aber es gibt wohl sowieso keine andere Möglichkeit. Und wenn ich herausgefunden habe, was Sie dort unten tun, was dann? Dann stoßen Sie auf dem Jahrmarkt zu mir. Klettern Sie an der gleichen Stelle über den Zaun, wie ich es zu tun gedenke. Sie werden mich schon finden. Viel Glück, mein werter Freund.
Okay, super. Automatisches Speichern. Und ich bin jetzt Dr. Watson. Wir werden mal den Hebel umlegen. Komm schon, John. Nur Mut. Ja, Johnny Boy. Mach dich auf den Weg. Auf die andere Seite. Diese Seilbahn ist furchtbar langsam. Wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit, ne? Also, wie geht's dir denn so? Mir geht's toll. Sind wir schon da? Nee. Aber bald, irgendwann. Um Gottes Willen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und andocken. Es scheint mich niemand bemerkt zu haben. Jetzt muss ich herausfinden, was hier vor sich geht. Okay, niemand hat mich bemerkt. Was gibt es hier zu sehen? Eine Lampe gibt es, es gibt eine Tür, es gibt so einiges. Was ist das? Es gleicht einem Wunder, dass dieser riesige Tank noch steht. Der Metallträger ist von Rost förmlich zerfressen. Okay, wir sollten also nicht gegentreten. Okay, der Charakter bewegt sich schneller, wenn ich ihm die Shift-Taste gedrückt halte. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nicht jetzt. Was gibt es hier noch zu sehen? Ein Sack, guck mal. In den Säcken befindet sich bestimmt nur Bauschutt. Sie wurden mit einem stabilen Seil verschnürt. Gut, ich habe doch wieder mal kein Messer dabei. Kann ich das aufmachen? Das Seil nehme ich mit. Das Seil nehme ich mit. Okay, brauche ich gar nicht aufmachen. Das ist völlig irrelevant. Ein Fenster. Wagen aus der Suppenküche. Sie bilden eine Warteschlange. Okay, wahrscheinlich wird hier Suppe gekocht oder sowas in der Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir auf der Hut sein. Ja, wir können jetzt hier hochgehen, denke ich. Aber ich habe das Gefühl, da unten gibt's noch was. Guck mal hier. Noch ein Seil und sonst. Wir müssen aufmerksam sein. Irgendwas fehlt doch noch da hinten. Noch ein Seil. Okay, bestens. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das verbinden können. Ja, denn das ist ja logisch. Ich weiß gar nicht wieso, aber hey, warum nicht? Wir gehen mal nach oben. Diese wunderbare Holzleiter ist so stabil. Wir sind oben. Ein großer, trockener Lumpen. Ein richtig trockener Lumpen. Und jetzt können wir hier mal gucken. Im Inneren des Tanks ist es zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Allerdings kann ich ein leises Plätschern hören. Die Frage ist, was ist dort drin? Ich komme unmöglich an das Wasser heran. Es ist zu weit weg. Okay, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich, lass mich kurz nachdenken, das auch noch verbinden. Nein, das können wir nicht verbinden. Okay, ich komme nicht ans Wasser ran. Das kann ich vergessen. Das kann ich einfach mal vergessen. Die Frage ist, warum will ich ans Wasser? Es ist zu weit weg. Okay, warte mal. Wir können das nicht kombinieren. Nein, das geht einfach mal nicht. Dann gehen wir wieder runter. Denn da oben finden wir nichts. Nichts finden wir. Okay. Wir brauchen so eine Art Eimer oder sowas. Wir gehen mal hier runter. Die Treppen hinab. Und dann schauen wir mal, was wir durchs Fenster erkennen können, oder? Ich meine, irgendwie... Ich muss herausfinden, was in dieser Lagerhalle vor sich geht. Aber ich muss vorsichtig sein. Hier sind überall Wachen. Ja eben, ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Und deshalb schaue ich einfach mal irgendwo rein, denke ich. Hier gibt es nichts. Es gibt nichts, außer... Fässer. Es wäre zu gefährlich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Dieser eine Typ hat echt den Überblick. Wir müssen also mal gucken, ob wir... Hey, da hinten ist so ein Kasten. Guck mal. Können wir irgendwas tun? Danger? Nein. Danger Zone. Wir können nichts tun. Ein Fenster. Der Lumpen ist zu trocken. Der Lumpen ist zu trocken. Ich fass es nicht. Okay, wir müssen den Lumpen irgendwie nass bekommen. Und das natürlich da oben. Die Frage ist... Der Lumpen. Wieso können wir die Sachen nicht verbinden? Das macht jetzt keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Wir müssen da oben noch irgendwas finden. Irgendwas zum Zusammenbinden oder so. Also ein letztes Seil. Schauen wir uns nochmal alles genauestens an. Hier ist nichts. Hier ist einfach mal nichts. Watson! Du Spinner! Okay, warte mal. Da hinten vielleicht. Hier ist nichts. Vielleicht hier? Nein. Hier, guck mal. Nee, nichts. Nichts, gar nichts. Oh Mann, okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern, nicht wahr? Das kann ein bisschen dauern.
Okay, okay. Keine Panik. Keine Panik. Alles ist gut. Ich werde den Weg finden irgendwie. Kann ich den Lappen hier benutzen? Nee. Kann ich generell irgendwas tun? Kann ich vielleicht mal weiterkommen? Wie wär's? Wir gehen nochmal runter. Im Sauseschritt. Und dann schauen wir hier nochmal. Hier ist nichts. Hier ist einfach mal nichts. Da können wir nichts tun. Freunde, ich bin aufgeschmissen. Ja, und wie kommen wir jetzt hier durch, hä? Der Lumpen ist ja zu trocken. Der Lumpen. Das ist ja wahnsinnig. Das Fenster ist so dreckig, dass ich kotzen möchte. Das verdammte Fenster. Okay, warte, warte, warte. Das macht keinen Sinn. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, ich gebe einfach mal auf und renne davon wie so ein kleines Mädchen und sage, nö, das war's jetzt. Sherlock Holmes ist vorbei. Denn, komm schon. Wir können das hier nicht kombinieren. Trockener Lumpen mit dem Seil. Ja, das geht halt nicht, ne? Das geht nicht. Ich denke, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen und, falls ich die Lösung finde, sage ich euch Bescheid, ne? Also, bis gleich, ne? Bis gleich. Ich finde die Lösung. Ich finde die Lösung. Ich hab die Lösung gefunden. Oh! Wer sind Sie? Alarm! Das war jetzt nicht so geplant. Warte mal, hier ist so eine Flasche. Die können wir mitnehmen. Eine leere Flasche. Oh, Wahnsinn! Super, toll! Hey, können wir jetzt irgendwas tun? Warte mal, wir können die Flasche nehmen und hiermit kombinieren und dann können wir die Flasche runterlassen. Oh Gott, meine Güte, das hat ja ewig gedauert. Tut mir echt leid. Ich hoffe, ich habe alles rausgeschnitten. So, und jetzt muss die Flasche hier runter und das war's dann auch. Guck mal, die Flasche ist voll. Und jetzt kombinieren wir das und haben einen nassen Lumpen. Super. Ich freue mich so. Jetzt können wir endlich dieses Fenster putzen. Dafür sind wir geboren. Watson, der Fensterputzer. Jetzt geht's rund. Okay, gucken wir mal rein. Aha, guck mal da, guck mal hier. Da ist doch eine Gerätschaft. In dieser Lagerhalle werden die mobilen Suppenküchen von Prinz Rotwill aufgefüllt. Und Hans Schielmann ist hier, um sein Gift beizumischen. Die Sirene ist das Signal zum Öffnen der Tore für die Suppenwagen mit Zielort London. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. In der Zwischenzeit. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich Sherlock. Sherlock Holmes, das ist mein Name und, wir können höchstwahrscheinlich jetzt langsam mal loslaufen. Hallo, automatisches Speichern. Nun gut, wir müssen also einen Weg finden auf das Gelände. Ich denke, wir können jetzt hier hinten rumgehen. Nein, das können wir nicht. Das können wir uns gleich mal abschminken. Vielleicht hier. Warte mal, da können wir nicht rüber. Da können wir rüber. Guck mal. Das hier könnte eine gute Stelle sein, um reinzukommen. Na dann probier mal. Steig drauf. Diese Kiste ist nicht groß genug, um über die Mauer zu kommen. Oder zu sehen, was überhaupt auf der anderen Seite ist. Okay, warte mal. Ich brauche also noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten sollen es sein. Gut, sollst du bekommen. Warte mal, was war denn das jetzt? Das war das. Wir müssen also noch mal kurz hier langlaufen. Pling, pling hat's gemacht. Pling, pling. Da vorne liegt eine Leiter. Perfekt. Gut, dann können wir die Leiter jetzt daran stellen und dann bahnen wir uns einen Weg nach oben über den Zaun aufs Gelände. Hoffentlich. Wäre doch ganz toll. Leiter. Super. Benutzen. Hallo, ist da jemand? Ich frage mich, ob dort jemand ist. Dann knipsen wir das mal kurz weg. Der Weg ist frei. Und dann geht's aufs Gelände. Super, wir sind drauf. So, ich bin drinnen. Jetzt muss ich Moriarty finden. Ich bin drinnen. Das ist richtig. Wo zur Hölle sind wir hier? Was ist das denn? Hier kommen wir nicht hoch. Nein, das geht nicht. Licht.
Und hier gibt es Zettel, die wir nicht lesen können. Und ein kleiner Stand Soda-Getränke. Was ist das? Eine Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Okay, okay, gut zu wissen. Es gibt Telefone in diesem großen Gebäude. Wir werden mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Hier hat sich wohl der Besitzer dieses Jahrmarktstandes immer aufs Ohr gelegt. Natürlich, so muss es sein, ein Buch. Das Rechnungsbuch für diesen Jahrmarktstand. Okay, warte mal, warum ist hier so ein Messer? Nichts interessant. Der Umschlag ist verbeult. Merkwürdig. Warte mal, wir können es wahrscheinlich aufschlitzen. Dann entlocken wir dem Buch mal sein Geheimnis. Okay, was ist das? Hä? Geheime Abrechnungen. Der Standbesitzer hat sein Geld wohl nicht nur mit dieser Wurfbude verdient. Da ist außerdem ein merkwürdiges Gedicht über Tiere. Ein merkwürdiges Gedicht. Rübenschnaps, 3x9 Flaschen, Lieferung am 11. Dienstag, Gesamt 8 Pfund Tabak, Heu, 50 Päckchen, geschnittener Tabaklieferung am 11. Dienstag, lalala, gekauft 12 ausgewachsene Ratten, von Tom verkauft, Restaurant Luigi für das Tagesgericht 10 Schilling, 2 Revolver, Farbbänder für Schreibmaschinen, 20 Pfund, die Gazelle ist tot, es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Okay. Das war's, okay. Gut zu wissen. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Das macht Sinn. Was ist das? Mal sehen. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen und es wagen dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, was auch immer das zu bedeuten hatte. Okay. Okay, das ist also das Rätsel hier. Warte mal. Das ist eine Wurfbude für Kinder. Sie müssen Lederbälle auf Zielscheiben in Form von wildlebenden Tieren werfen. Es besteht ganz klar ein Zusammenhang zwischen dem Gedicht aus den geheimen Abrechnungen und den tierförmigen Zielscheiben der Wurfbude. Okay, gut zu wissen, dann gucken wir mal. Ich brauche etwas. Was brauche ich denn? Aus der Kasse irgendwas? Ja, den Affen. Die Kasse der Wurfbude. Geld super. Ist nicht darin zu finden, aber eine hölzerne Zielscheibe. Okay, warte mal, wir müssen also Zielscheiben sammeln. Da unten, Monkeys. Hinter dem Plakat scheint irgendetwas zu sein, aber es klebt fest. Na warte, wir haben doch hier quasi ein Messer. Elementar, da ist ein Versteck. Interessant. Können wir das aufmachen? Ich kann kein Schlüsselloch zum Öffnen dieses Verstecks erkennen. Nun gut, dann halt nicht. Haben wir sonst irgendwas übersehen hier in dieser Nische? Warte mal, hey, das war das. Gibt es hier noch irgendwas? Interessant, okay, interessant. Wir werden mal gucken, ob wir den Affen jetzt hier aufsetzen können. Ja, funktioniert. Haben wir jetzt alle Tiere zusammen? Ich denke ja nicht. Ich brauche noch mehr. Gut, dann schauen wir uns mal um. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihre Aufmerksamkeit erregen. Okay, gut zu wissen. Wir müssen also vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ich gehe mal hier hin. Hinten rum. Komme ich hier rein? Offen. Dieses Gebäude beherbergte einst einen Wanderzirkus. Das hier ist der Durchgang für die Zirkusarbeiter. Quatsch nicht dumm rum und geh jetzt. Meine Güte, weißt du, der ist super vorsichtig. Erstmal ewig rumlabern. Ganz offensichtlich ein Arzneischrank. Okay, nehme ich an. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich. Was denn? Lässt. Was denn? Okay, warte, ich hab nichts mehr. Das war's. Es ist nur dieses Schloss, das wir nicht öffnen können. Ach, was für ein Gestank. Hier müssen Wildtiere untergebracht gewesen sein. Ja, offensichtlich. Ich sehe dich, Junge. Ich sehe dich. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir hier einen Schlüssel finden. Ich bedauere die Tiere, die hier eingesperrt waren. Die Unterkünfte sind nicht besonders groß. Nun gut. Ich kritisiere erstmal, diese Käfige hier. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Dann schauen wir uns mal das hier an.
Ah, es funktioniert. Dieser eine... Käfig wurde mit Brettern verdeckt, damit man von außen nicht hineinsehen kann. Eine Luke? Okay, eine Spritze? Eine überdimensionale Spritze. Vermutlich für große Tiere. Für riesengroße Tiere und ein bisschen Mull? Altes Verbandszeug. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Käfig kranke Tiere behandelt wurden. Da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Ja, super. Und hier gibt es sonst nichts mehr. Dann können wir mal gucken, ob wir den Schrank aufmachen können mit dem Schlüssel. Guck mal hier, guck mal da. Ja, ja. So ist offen. Äther. Lediglich eine Flasche mit Äther. Super. Das können wir doch benutzen, um... Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie... Ja, ich kann es benutzen, um der Wache eine Falle zu stellen oder sie ein bisschen bewusstlos zu machen. So ein ganz kleines bisschen. Was ist das hier? Ich muss hier etwas hinlegen, um die... Ja, das ist toll. Was lege ich denn da hin, ist die Frage. Vielleicht Äther? Ich brauche etwas. Altes. Alles deutet darauf hin, dass in diese... Ja, hier wurden kranke Tiere behandelt. Ich bin doch nicht blöd. Was kann ich denn hier hinlegen? Warte mal, Feuer. Mist. Äther in die Spritze. Eine, alles deutet... Das gibt's doch alles gar nicht. Ich weiß nicht, was ich hier hinlegen soll. Warte mal, das haben wir alles schon gesehen. Hier müssen wir jetzt irgendwas hinlegen. Na gut. Alles gar kein Problem. Hier komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Ich komme nirgendwo rein, ne? Das ist jetzt halt das Ding. Und deshalb... Gehen wir kurz mal raus. Was ist das? Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Natürlich, ich brauche irgendwas zum Locken. Wo ist denn diese blöde Wache? Hat er mich jetzt gesehen oder was? Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm! Super, das hat nicht funktioniert. Habe ich den Rest dabei? Ja, Äther, alles dabei, alles toll. Okay, wir können da nicht lang, ne? Die Frage ist natürlich, passiert das jetzt immer? Ja. Okay. Gut zu wissen, Äther. Das ist jetzt echt mal dämlich, denn wir müssen ja so eine Falle vorbereiten und das geht so nicht. Warte mal, was ist das? Der Löwe. Scheibe einer Wurfbude. Sehr gut, warte mal, dann können wir mal gucken, ob wir den Löwen jetzt hier anbringen können. So, und was fehlt? Eins fehlt noch! Meine Güte, was ist es? Dieser Teddybär. Er wird fehlen. Irgendwann. Vielleicht. Nicht hier. Auf keinen Fall hier. Okay. Irgendwas hier vielleicht noch. Mann, ey, das ist ja echt so ein Ding jetzt. Hier hat sich wohl... Toll. Okay, warte mal, ich komme jetzt hier nicht weiter und außerdem sind wir auch schon am Ende der Episode, meine Freunde und Zuschauer, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Cut machen und dann geht es in der nächsten Episode weiter. Wir müssen mal gucken, wo das letzte Tier ist und dann öffnen wir diesen Tresor oder was auch immer das ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! So, da treiben wir uns also auf dem Jahrmarkt rum und müssen einige Rätsel lösen. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass die Suppe, die höchstwahrscheinlich vergiftet ist, nicht an den Mann kommt. Ne? Das ist ganz klar, denn Schielmann und Moriarty treiben hier ihr übles Spiel und wir müssen das verhindern. Also wird es in der nächsten Folge wahrscheinlich richtig zur Sache gehen. Bis es dann also weitergeht, macht ihr noch einen schönen Tag und bis dann.